ich bereite euch heute mit der Hanse-Garnele ein von mir eigens konzipiertes Gericht zu, passend zu der Garnele. Wir fangen hier einmal an. Ich habe hier einmal quasi klassisch für Hamburg geräucherten Aal als kleine Sülze. Da haben wir einmal aus der Karkasse einen Fond gekocht, den wir dann leicht geliert haben mit etwas Bohne. Dann haben wir einen kleinen Bohnensalat aus Kenia-Bohnen für oben drauf. Dann haben wir hier etwas gelierten Birnensaft als Gel. Einfach ein bisschen hier drauf verteilen, um ein bisschen die Frische reinzubringen. Dann haben wir etwas etwas Bohnencreme. Dann haben wir drei Punkte hier drauf. Dann haben wir hier etwas Kräutersalat. Das setzen wir hier oben drauf. Dann einen kleinen Chip aus Bohnenkraut, Öl und Tapioca. Dann habe ich hier glasierte Edamame-Bohnen. Es würden auch Saubohnen gehen. Die sind einfach mit ein bisschen Butter, einer Prise Salz und ein bisschen Birnensaft glasiert. Einmal aus entsafteter Bohne etwas Speck, einen kleinen Sud gekocht. Dann geben wir hier einfach zwei Löffel voll drauf. Dann haben wir hier die Hanse-Garnele, die ist ganz leicht in Salzlake eingelegt. Die flemmen wir jetzt nur ganz leicht ab, dass sie eben noch leicht roh ist. So, den Spieß, der ist dazu drin, dass die Garnele schön gerade bleibt. Den ziehen wir jetzt hier einfach raus. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen quasi Bohnentriebe von der Pflanze, die ganz klein. Ein bisschen eingelegte Birne. So ein, zwei mit drauf für die Frische. Und dann ein bisschen Gewürz, da geht es, ein bisschen, dass es schick aussieht. So, hier haben wir dann aus einer Algenrohmilchbutter eine Beurre Blanc, ganz leicht aufgeschäumt. Nehmen wir uns hier ein bisschen was vom Schaum oben runter. Verteilen das hier ein bisschen auf dem Teller.
So, und hier haben wir dann einmal Birne, Bohne, Speck mit der Hanse-Garnele leicht geflammt, einen kleinen Bohnensud. Probieren Sie es einfach mal zu Hause aus und haben Sie Spaß damit.